Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Kelvin. Neben mir sitzt der Gabor. Und ganz dahin ist der Birdie. Hi. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg. Ist noch total früh. Es ist gerade mal 7 Uhr. Deswegen sieht der ein oder andere vielleicht noch verschlafen aus. Wir fahren jetzt nach Karlsruhe und zwar zum Andreas Drienbacher, seines Zeichen Personal Trainer. Und er bringt uns heute mal in Schwung und wird uns mal einen kompletten Tag zeigen, wie man so leben sollte, wenn man einen guten Körper haben will. Und wir haben einfach gedacht, okay, wir nehmen mal die Kamera mit, wir fangen noch ein paar Tipps ein und ja. Wir hoffen, dass wir vielen, die jetzt zuschauen, die vielleicht auch etwas für ihre Gesundheit, für ihren Körper machen müssen, da die ein oder andere Inspiration finden. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. So, wir sind angekommen. Jetzt geht's in die Höhle des Löwen zum Personal Trainer Andreas Drienbacher. Wir sind gespannt. Ich sehe schon sportlich aus, Gabor noch nicht, der zieht sich bestimmt gleich um. Ja. Er geht gleich in die Telefonzelle, packt sein Superman-Shirt aus und dann geht's los. So, ich bin jetzt in der Höhle des Löwen angekommen und wer Andreas seine YouTube-Videos kennt, sein Kanal ist nochmal unter diesem Video verlinkt, der kennt auch dieses Hintergrundbild, denn da werden immer die ganzen Videos aufgenommen. Und jetzt treffen wir den Andreas erstmal in seiner Küche, denn da ist die erste Station des heutigen Tages. Nämlich der Tag beginnt immer mit einem erfolgreichen Frühstück. Das ist schon mal die erste Lektion, die ich von ihm gelernt habe. So, da ist er jetzt, der Löwe, der Andreas. Andreas, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir den Tag Zeit nimmst, um uns mal zu zeigen, wie man zu so einem Körper kommt. Mit 47! ja, Andreas, ganz kurz für diejenigen, die dich leider noch nicht kennen, vielleicht ein paar Worte in die Kamera. Wie lange machst du das schon? Wer bist du? Was machst du? Wie lange mache ich es? Erstmal mein Name, Andreas Drienbacher. Ich bin aktiv in den Sport seit 23. Lebensjahr, so mit 27 Jahren. Okay. Trainer seit 25 Jahren. Das ist eine Menge Holz. Erfolgreicher Athlet seit 25 Jahren. Und somit natürlich eine Summe an Erfahrung. Klar, auch ausgebildet, aber das ist ein Part. Wichtiger sind die Lebenserfahrungen, die Berufserfahrung, was man halt im Laufe der Zeit macht. Okay, cool. Wir lernen Andreas im Laufe des Tages noch ein bisschen besser kennen, in immer wieder mal kurzen Smalltalks. Ich habe es vorhin angesprochen, der erste Weg, das habe ich ja schon von dir gelernt, ist zu einem Körper, geht über die Küche. Ja. Da sind wir jetzt gerade, ne? Apps made in Kitchen. Das heißt, die meisten sind immer dran und wollen ja gute Figur, Training fünfmal, sechsmal die Woche. Das ist der falsche Schritt. 70% ist die Küche. Okay. Lass die Küche dein Freund werden. Cool. Das heißt, da fangen wir jetzt an mit einem Frühstück. Ne? Ist noch ganz früh. Wir haben gerade mal 7:30 oder 8 Uhr jetzt. Genau. Das heißt, du bereitest jetzt ein Frühstück vor und zeigst uns mal, was man morgens am besten essen soll. Fleischkäsebrötchen, hast du gesagt, geht schon mal morgens nicht. Fleischkäsebrötchen, was ist das eigentlich? Ich könnte es gar nicht. Ja, das ist essen? So ein dickes Ding. Ja, ja, genau. Okay. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz seinen Kühlschrank filmen. Ja, da habe ich vorhin nämlich mal schon mal einen kurzen Blick reingeworfen. Was das Gute ist, dass meine Frau gestern aufgeräumt hat. Ja. Aber mach mal kurz den Kühlschrank auf. Ihr müsst ja mal sehen, also meiner zu Hause sieht anders aus. Also fängt unten an, und zwar das Wichtigste, aber das kriege ich schon gar nicht mehr auf. Das ist natürlich Gemüse in allen Varianten. Das ist schon mal ein vorbereitetes Essen für heute, für zwischendurch, meine Zwischenmahlzeiten. Dann haben wir hier natürlich verschiedene Leitsachen. Schinken, Käse ist natürlich etwas mehr für meine Tochter, die natürlich nicht genauso ist wie mir, aber sehr ähnlich. Dann haben wir hier Salat, vorbereiteten Reis, nochmal Gemüse, meine vorbereiteten Sachen, jetzt Vergleich. Und hier haben wir gekühlte Eier, hier haben wir schon aufgetautes Fleisch, hier haben wir Gemüse für nachher. Wie ihr seht natürlich, alles Dinge, die sozusagen relativ gesund sind. Okay, jetzt wo ich einen Kühlschrank gesehen habe, finde ich, sieht er doch ein bisschen ähnlich aus in meiner Zuhause, allerdings nur ein bisschen ähnlich. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal direkt ein und ich stelle gleich dem Andreas noch ein paar Fragen, während er mal das Frühstück zubereitet und ich lasse mich überraschen. Ja, legen wir los. So, wie gesagt, dann gehen wir jetzt erstmal hier an die, ans erste Frühstück. Der Andreas, der macht hier jetzt fleißig schon. Bevor wir ein bisschen was zu dem sagen, was Andreas macht, hätte ich erstmal ein paar generelle Fragen. Warum frühstücken? Langt es nicht eine Mittagsmahlzeit, dass ich nur mittags esse und das Frühstück auslasse? Ja, das ist problematisch, das machen ja die meisten. Und dann haben sie das Problem, dass sie natürlich eben mittags oft auch in der Hektik essen. Und abends kommen sie nach Hause und stellen fest,
jetzt müsste ich noch was essen. Und wenn die größten Mahlzeiten abends vor der Bettzeit zugeführt. Mhm. Das ist natürlich eben gegen die Natur. Das heißt, die meisten Menschen haben Schlafprobleme und vor allem verbraucht man abends relativ wenig Energie. Okay. Deswegen ist besser, man verteilt es. Es gibt auch einen alten Spruch, frühstücken wie ein Kaiser, aber kein Fleischkäsebrötchen, ja, genau. Mittagessen wie König, abends mit Bettler. Das heißt nicht, dass man abends nichts essen sollte, aber nicht unbedingt die größte Mahlzeit abends. Okay, alles klar. Das hat sich bewährt über die letzten 200 Jahre. Mhm. Und da muss man auch keine neuen wissenschaftlichen Studien mehr lesen, das weiß man. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man so praktiziert. Cool. Was machst du jetzt hier? Also ich mache zwei Sachen. Zwei, ja. Cool. Anna gibt es ja immer den sogenannten herben Frühstücker, das bin ich. Und den süßen Frühstücker, das bist wahrscheinlich du. Ich bin ein süßer Frühstücker. Ja, das ist schon klar. Hat mir deine Frau schon berichtet. Oh, bin gespannt. Also ein Kinderriegel. Nein, Kinderriegel ist doch nicht? Dann wieder das Falsche. Das so. Machen wir so als Zwischenmahlzeit zum Lutschen. Echt? Ja. Weil ich habe Kinderriegel mitgebracht. Ja, aber die müssen wir im Kühlschrank machen. Ach so, die werden nur gelutscht bei uns. Ah. Weil spätestens dann, wenn du einen Kinderriegel gelutscht hast, du die Schnauze voll, dann machst du keinen mehr. Ah. Wenn du sie isst, dann beißt du rein, schluckst du runter, beißt du rein, schluckst du runter, genau. Beißt du rein. Genau. Und wenn du es lutscht, dann hast du natürlich viel Geschmack im Mund und dann sagst du nach einem Riegel Schnauze voll. Kinderriegel lutschen. Okay. Genau, aber nur Kinderriegel bitte. Okay. Nichts anderes. So. Das heißt, was ich habe einmal hier Tomaten. Dann kommen wir als erstes rein, Tomaten vorher ein bisschen abgießen, dass die Flüssigkeit rauskommt. Was wird es am Ende? Wird es dann ein Brot oder Brötchen oder jetzt, es wird ja was Warmes, oder? Yes. Oder was? Das wird einmal ein mexikanisches Power Omelette. Für den flinken Mexikaner, den kennst du alles, Speedy Gonzales. Der genau. Isst sowas auch morgens. Okay, cool. Das kriegen wir auch. Und nebendran gibt es Pancakes. Typisch amerikanisch, aber nicht die amerikanischen mit 90% Zucker und 10% was weiß ich was, sondern großer Anteil Fett, großer Anteil Protein, kleiner Anteil Zucker. Okay, super. So, und dann legen wir mal los. Einmal hier. Und was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand zu Hause ist, der jetzt keine Zeit hat, sich Frühstück zu machen? Gibt es einen Plan B, der jetzt morgens zum Bäcker geht oder sich beim Rewe, Penny oder irgendwas so auf die Schnelle holen? Also der jetzt einfach keine Zeit hat, sich morgens Frühstück zu machen? Sagen wir mal so, dass keine Zeit gibt es nicht, sondern der keine Lust hat. Das würde ich eher mal sagen. Das gibt es natürlich, Menschen, die keine Lust haben. Da gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ich gehe in Rewe, hole mir ein schönes abgepacktes Vollkornbrot. Gehe in die Kühltheke, hol mir Schinken oder mageren Käse oder Hüttenkäse und beleg mir ein Brötchen. Okay, das Wurst? Wurst, ja, aber halt, wenn es geht, nicht zu fette Wurst, sondern etwas magere Wurst. Vor allem da immer natürlich versucht, Gewicht zu reduzieren, logischerweise. Okay, also halten wir fest, Vollkornbrot, magere Wurst. Yes. Käse. Käse, genau. Oh, man kann natürlich auch morgen schon, gerade jetzt gibt es immer wieder Eier, Ostereier, sich am Oster ein paar Eier holen, bisschen Salz dazu, ein Vollkornbrötchen dazu. Okay, jetzt muss ich aber nochmal drauf zurück. Du hast gesagt, wie ein Kaiser. Yes. Ja? Ist ein Vollkornbrot und Wurst wie ein Kaiser, kann ich nicht einfach richtig mich vollfressen und dann wird es über den ganzen Tag verbrennt oder ist es... Ja, das, die Möglichkeit besteht schon, dass man sich vollfrisst, aber wie fühlt man sich danach? Ja. Bescheiden, sehr bescheiden. Genau. Das heißt, ich habe so eine dicke Wampe. Und in der Regel kennt man das natürlich von Wildtieren, die machen das so, zum Beispiel Löwe. Aber was macht der dann den ganzen Tag? Der pennt. Ja, das ja. haben wir nicht, wir pennen nicht, wir müssen arbeiten. Ja, dann sollen wir unserem Darm schon die Chance geben, dass er immer nur eine gewisse Menge Nährstoffe bekommt und dass wir natürlich auch eben da eine Leistungsfähigkeit haben, nicht schlafen müssen. Okay, vielleicht noch eine finale Frage. Ja. Kann man dann einen Unterschied machen, wenn man jetzt sagt, also ich sitze jetzt alltäglich oft im Büro, jetzt haben wir draußen jemand, der auf dem Bau arbeitet, den ganzen Tag schleppt. Darf der ein anderes Frühstück zu sich nehmen? Unterschiede? Der sollte schon auch, was den gesundheitlichen Aspekt angeht, natürlich das Gleiche nehmen. Nur braucht er größere Mengen und muss regelmäßiger essen. Okay. Wenn wir natürlich, nichts gegen die Bauarbeiter, aber so mancher Bauarbeiter, der arbeitet sehr schwer und man sieht es ihm nicht an, weil er natürlich in der Regel auch sehr, sehr kräftig ist, würde man sagen, nicht nur muskulär kräftig, sondern einfach auch so viel passives Gewicht mit sich bringt. Das kommt halt daran, liegt daran, weil natürlich auch das Essverhalten oftmals nicht das ist, was es sein sollte. Mhm. Der Bauarbeiter sollte genauso gesund essen, aber er braucht wesentlich größere Mengen, logisch. Deswegen Frühstück beim Bauarbeiter, fest beim Mittagessen und dann kommt er nach Hause und isst nochmal. Okay, jetzt mir doch noch eine Frage eingefallen und zwar war ich immer der Meinung, lieber wenig essen am Tag, aber du hast jetzt schon von mehreren Mahlzeiten gesprochen und ich glaube, du isst auch mehr als zweimal oder dreimal pro Tag. 5 bis 6 Mal esse ich am Tag. 5 bis 6 Mal? Aber keine Riesenmahlzeiten, sondern eher kleinere, sodass mein Verdauungstrakt nicht überlastet ist, weil ich muss den ganzen Tag viel arbeiten und da macht es keinen Sinn, ich kann nicht auf dem Sofa liegen. Und vor allem ist es immer noch ein Irrglauben von vielen Menschen zu sagen, ich esse nichts, ich esse wenig, dann nehme ich ab. Genau. Wenn es so wäre, dann gäbe es zig Millionen sehr, sehr schlanke Menschen in Deutschland, aber es ist genau andersrum.
Weil die Menschen denken, durch dieses Einsparen kann ich abnehmen. Der Körper ist ein bisschen schlauer. Der sagt, wenn du zu wenig isst, dann lerne ich zu sparen. Ah, okay. Ja. Also viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Genau, das kann man. Man sollte auf jeden Fall bei 3 Mahlzeiten sein. Und es gibt natürlich Menschen, die auch 5 Mahlzeiten vertragen. 3 ist absolute Basic. Mhm. Sollte man 3 gesunde Mahlzeiten. Es geht natürlich auch darum, dass man genügend Mikronährstoffe zuführt über Gemüse, über auch zum Teil Obst. Und wenn ich halt nur 2 Mahlzeiten habe, da habe ich schon ein Problem. Ich kriege das in der Regel alles gar nicht rein. 3 Mahlzeiten sollen es sein, und wer es braucht, stoffwechseltechnisch, weil er eben eine andere Veranlagung hat, weil er körperlich arbeitet, weil er trainiert, der sollte bis zu 5 Mal essen. Also pauschale Aussage ist da schwer. Super, ja, dann würde ich sagen, lassen wir dich jetzt mal das Essen machen und dann sehen wir uns gleich wieder beim Essen. Jawohl. Ich bin schon ganz gespannt. So, ja, Andreas, das sieht sehr, sehr lecker aus. Das sieht ja fast schon aus wie Pizza. Das ist ja auch für diejenigen, die ohne Pizza nicht leben können, ist das die sogenannte Frühstückspizza. Okay, das heißt, das probieren wir jetzt. Genau, einfach mal testen. Mit was fangen wir an? Darf ich mir jetzt so eine komplette Rippe nehmen? Genau, nimm doch komplett eins raus. Teller näher, jawohl. Ah. Das waren 2 schon, gell? Ja, das waren schon 2. Nee, das war schon 1. Ich zeig dir, wie das geht. Ja. Beim nächsten Mal, das muss ja auch schick aussehen. Echt, ich bin ja nicht so der Frühstücker. Ich weiß, rein mit einem Schräger. Ich muss dazu sagen, dass ich auch nie frühstücke, aber das will ich mir jetzt ein bisschen angewöhnen. Ja. So. Mhm. Man muss jetzt eh sagen, dass es gut schmeckt. Ja, logisch. Aber es schmeckt wirklich gut. Also ich hätte gedacht, okay, ist jetzt total schlimm, aber dann würde ich trotzdem essen, aber ne, schmeckt eigentlich ganz gut. Du hast schon noch Salz. Salz ist gut, okay. Ja. Nee, ist gut. Also okay, weil Schinken ist drin, das Hähnchenschinken drin, von dem her schon ein bisschen Salz drin. Ich habe oben noch mal ein bisschen gewürzt. Okay. Und das ist jetzt so, dieses, was jetzt gerade ist, ein bisschen größer, ist normalerweise mein erstes Standardfrühstück. Immer als allererstes morgens um 6:15. Kurz nach 6? Kurz nach 6, ja klar. Okay. Und trinken hast jetzt, du hast uns gar nicht gefragt, was wir trinken wollen. Du hast nur gesagt, wollt ihr Wasser? Ja, bei uns gibt es nur Wasser. Wir haben nichts anderes wie Wasser, entweder mit oder ohne Kohlensäure. Ich trinke natürlich in der Regel noch einen Kaffee. Vielleicht auch 2 morgens. Oh, zum Kaffee habe ich eine Frage. Kaffee entzieht doch dem Körper Wasser. Das heißt, man darf keinen Kaffee trinken. Nee, das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Das hält sich irgendwie ganz, ganz fest, so dass es so wäre. Klar, wenn man natürlich am Tag 15 Tassen Kaffee trinkt und sonst nichts trinkt, dann könnte es auf Dauer dehydrieren. Aber in der Regel trinkt man normale Mengen Kaffee, 3-4 Tassen. Das ist okay. Und dann passt es. Das ist ein Genussmittel. Man sollte mit Genussmitteln auch mit Genuss umgehen. Okay. Es gibt natürlich Menschen, die kommen auch zu mir und haben auf dem Ernährungsprotokoll draufstehen 15 Tassen Kaffee am Tag. Und ich suche und suche und suche und finde kein Wasser. Das soll man eigentlich sein lassen. Mhm. Das macht natürlich keinen Sinn. Und was hältst du von, es gibt ja auch diese Technik, um abzunehmen, wie heißt es, FDH, frisst die Hälfte, also dass man von allem nur die Hälfte isst, funktioniert das? Das ist ja auch wieder eine kurzfristige Maßnahme, was die Menschen ergreifen, um Gewicht zu reduzieren. Und kurzfristige Maßnahmen ergeben nur kurzfristige Ergebnisse. Wenn sie nicht lernen, die Ernährung richtig umzustellen, dann werden sie auf Dauer keine Chance haben, deswegen kann man es sein lassen. Okay. Und dann ist ja so, FDA heißt ja, dass von dem, was ich esse, nur die Hälfte esse und somit bleibt die Qualität des Essens trotzdem gleich. Die Qualität des Essens muss ja auch passen. Nein, nicht nur die Menge. Geht's als Notlösung durch? Nee, nicht so, gell? Nee, die Fragen, die habe ich schon, höre ich seit 20 Jahren. Geht's als Notlösung durch? Nee, entweder ich mache es richtig oder ich mache es eben nicht richtig. Okay. Weißt du, wenn ich natürlich mit meinem Ergebnis her zufrieden bin und sage, gut, dann im halben Jahr mache ich das Gleiche nochmal, im nächsten Jahr mache es 100 Mal, kann man das schon so machen. Aber wenn man halt langfristig gesund sein möchte, langfristig gut aussehen, dann funktioniert es nicht. Okay. Den Zahn muss ich dir jetzt ziehen. Gut, vielleicht kannst du mich anders motivieren. Gibt es bei dir mal Tage, einen Abend, eine Stunde, wo du vielleicht auch mal Chips isst oder so irgendwas? Du hast ja auch eine Tochter. Sitzt man da nicht abends mal vor der Glotze und isst auch mal Chips oder Popcorn? Nee. Nee. Komm, einmal. Ja gut, meine Tochter ist schon so, dass sie mir natürlich auch sonntags, in der Regel sonntags, und Eis. An besonderen Tagen mir ein Abendessen, beziehungsweise darf ich nicht in die Küche und sie richtet mir was Schönes mit Obst, aber meistens mit Obst. Okay. Und dann macht sie dann im Endeffekt Brösel Schokolade drüber, dass ich es nicht sehe. Und das sollte ich dann essen, das ist auch okay so. Man kann ja auch mal, es muss ja auch nicht sein, dass man wie ein Mönch lebt, das ist ja Quatsch, aber man sollte eben einfach entsprechend mit den Süßigkeiten, mit Genussmitteln auch damit vorsichtig umgehen. Okay. Weil die meisten Menschen essen im Verhältnis zur normalen Ernährung 30% Süßigkeiten oder sonst irgendein Zeug. Und das macht keinen Sinn. Und
Was hältst du von dem Argument, was ich auch schon oft gelesen oder gesehen, gehört habe, ist, strikt sich an den Plan zu halten und dann mal so einen Tag einlegen, wo man dann auch mal vielleicht sich motiviert mit wirklich Chips oder wo man sagt, oder einmal im Monat oder gibt es sowas, so ein Argument, wo du meinst, sagst... Du meinst einen Refeed-Tag. Das ist der typische, Ahnung, heißt das so? Ja, das heißt Refeed, nachfüttern, auffüttern Tag. Der kommt so aus dem Kraftsport, aus dem Bodybuilding-Bereich. Dieser Refeed-Tag, der ist schon okay. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, wenn dieser Tag völlig ausartet, was bei den meisten auch tatsächlich der Fall ist. Ausgeflippt. Ja, völlig. 4 Kilo Eis, 5 Stückchen Kuchen dazu, 5 Riegel dazu und dann noch Fastfood, was will alles. Dann überhäufe ich meinen Körper an einem Tag mit so viel Müll, was ich vorher 2 Wochen nicht gegessen habe. Und das ist natürlich Stress für den Körper und das muss man nicht machen. Wenn ich einen Refeed-Tag mache und ich esse dann von meinen gesunden Sachen mal wesentlich größere Mengen, dann ist das absolut okay und auch gut so. Und ich kann auch mal am Tag dann sagen, okay, heute esse ich eben einfach mal 2 Kugeln Eis, esse mal 2 Schokoriegel. Das sind alles Dinge, die sind funktionieren. Nur die meisten Menschen können am nächsten Tag nicht mehr die Finger davon lassen. Ja, das ist natürlich die Gefahr dann. Genau, das ist immer die große Gefahr dabei. Deswegen muss jeder entscheiden, entweder ich lasse es oder ich mache es und gehe die Gefahr am nächsten Tag wieder der Sucht zu verfallen. Also mir schmeckt's gut. Ich bin schon mal sehr positiv überrascht und freue mich jetzt dann auf die nächste Station. Aber da ist auch noch mal was. Moment, wir sind halt fertig. Ach so. Wir fangen jetzt erst an. Ich bin ja bald schon satt. Nee. Echt? Ich darf mehr essen? Du musst. Echt? Damit? Ich brauche Energie. Genau, weil du willst ja das Ganze, die ganze Geschichte im Fitnessstudio, möchtest du ja lebend beenden. Und ich will es auch. Er hat mich vorhin gefragt, ne? Sag das bitte nochmal ganz kurz. Diese 3 Stile. Genau. Also es ist so, dass meine Kunden dürfen buchen, die können auch Wünsche äußern. Und zwar, da gibt es 3 verschiedene Betreuungsmodelle. Modell 1 ist der Pädagoge, der ganz ruhig spricht. Die streicheln während dem Training. Die Nummer 2 ist der typische, etwas überdrehte, aggressive Bodybuilding-Trainer, der Hufgepumpte, mit einem Bauchtäschchen, mit einem Pumphosen an, Shirt bisher ausgeschnitten. Und die Nummer 3 ist Military. Ich glaube, die Nummer 3 passt zu dir. Die machen wir dann später. Okay, da essen wir jetzt noch genau, was. Genau, müssen wir was essen. Okay, na klar, cool. Ja, weiter, komm. Wir haben ja fast nichts gemacht heute, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Sind wir hier im Konfirmandenunterricht? Unglaublich. Du bist auch gleich dran. Und wieder nach oben. Noch 2.